Auch du hast sie vielleicht schon gesehen auf Social Media. Trading-Netzwerke wie Empire oder Retired Young. Sie versprechen dir Reichtum, wenn du ihre Trading-Tipps befolgst und auch andere davon überzeugst. Ganz wichtiges Learning. Du kannst nicht scheitern. Ja, du kannst nicht scheitern. Du kannst nur aufgeben. Aber die allermeisten zahlen Monat für Monat hohe Mitgliederbeiträge und nichts schaut dabei raus. Ja, es ist einfach nicht so schön und einfach, wie es darstellt. Klar, es war extrem naiv. Und da gebe ich mir auch ein bisschen selber die Schuld. Ja. So Trading-Netzwerke wie Retired Young sind pyramidenartig aufgebaut. Ganz weit oben in der Hierarchie ist der Silas Sette Ducati. Etwas mit Finanzen, an einer Uni zum Beispiel, hat er nie studiert, verkündet aber vor tausenden Leuten sein Erfolgsrezept. Die folgen dir zum Teil blind. Zum Teil gibt es Leute, die folgen mir blind, ja. Ich merke schnell, es geht hier nicht nur ums Traden von Krypto oder Währungen, sondern auch um den Aufbau von einem grossen Netzwerk. Ein Geschäftsmodell am Rand der Legalität. Gebt einfach unserem Emerald Director Silas Sette Ducati einen riesengroßen Applaus. Und so Lieder wie der Silas werden verehrt. Wenn ich den schon höre, da ist schon Bombe. Das ist halt die Ausstrahlung von ihm, der ist herrlich. Was steckt hinter dem Trading-Kult und diesem Trading-Netzwerk? Es ist Ende September 2023 oder man könnte es auch sagen, it's time to change your life. Das versprechen zumindest verschiedene Multilevel-Marketing-Companies, wo man immer wieder auf Instagram antrifft, wo einem versprechen, zum Traden lernen und damit sehr reich zu werden. Vielleicht hast du die auch schon gesehen auf Instagram und so denkt, das tönt noch verlockend. Und ja, es tönt verlockend, aber ja, wie kann das sein? Per Zufall ist genau heute ein Event von so einer Firma hier in Zürich. Und ich denke, ich gehe jetzt einmal dort spontan vorbei und schaue mal, was passiert. Undercover gehe ich dort an. Ich möchte nicht als Journalist erkannt werden. So Netzwerke sind oft sehr kritisch den Medien gegenüber. Und das nicht ohne Grund. Negativ-Schlagzeilen zu Multilevel-Marketing-Unternehmen häufen sich. Mir fällt sofort auf, das sind echt viele junge Leute, zum Teil noch in der Lehre. Da wird jetzt erklärt, wie krass sich dein Leben kann verändern mit 150 Euro monatlich plus Startgebühr von bis zu 1000 Euro. Das ist crazy. Und das Geile ist, das sind sogar nur 150 im Monat. So viel kostet der Zugang zur Ausbildungsplattform Jifu. Da wird den Mitgliedern unter anderem gezeigt, wie man im Internet Geld investieren und mit Trader sein Geld kann vermehren. Oder das wird immerhin versprochen. Ich merke aber schnell, da geht es um mehr als Online-Trading. Es wird auch viel darüber geredet, wie man neue Leute ins Boot kann holen und so Geld kann machen. Ein klassisches Network-Marketing also. Aber du hast nur eine linke und eine rechte Seite. Du hast keine mittlere Seite. Er hier, der Jan Munderlo, verdient so, nach eigenen Angaben, bis zu 100'000 Dollar im Monat. Er ist der Gründer, the Head of Retired Young. Draussen erzählt mir eine sehr junge Mutter, sie will den Job aufgeben und mit dieser Plattform die ganze Familie durchbringen. Multilevel-Marketing oder Network-Marketing-Firmen sind nicht per se verboten. Aber mit ihrem pyramidenartigen Aufbau und den sagenhaften Versprechungen vom grossen Geld sind sie weltweit höchst umstritten und rechtlich im Graubereich. Wie soll ich sagen? Ich meine, der Traum, den sie verkaufen, zum eben nicht mehr arbeiten müssen und ja, all das, um so Geld verdienen und trotzdem noch können, reisen und all das Zeug, das verlockt ja auch mich, oder? Also logisch. Es ist sehr interessant. Es sind fast 200 Leute da gewesen, jetzt so über den Daumen. Ganz viele sehr junge, also so um die 20 würde ich mal schätzen. Viele träumen, glaube ich, einfach davon, um nicht müssen bis 65 arbeiten, sondern um das ein bisschen können verkürzen. Kein Wunder. In der aggressiven Werbung online sieht alles goldig aus. Geile Reisen, fette Autos, ein perfektes Leben, alles dank dieser Plattform Jifu. Retired Young ist übrigens grob gesagt ein Netzwerk, das die Plattform vertreibt. Je mehr mitmachen, desto mehr Geld für die, die weit oben in der Hierarchie stehen. Für die weiter unten in der Hierarchie schaut bei diesem Geschäftsmodell in den allermeisten Fällen wenig oder nichts raus. Das zeigen die negativen Reviews im Netz. Man soll die Finger von diesen Plattformen lassen, das Ganze grenzt an Brainwash.
Eine Person, die dort etwas geschrieben hat, redet auch mit mir. Sie sagt, es ist Abzocke und schämt sich, dass sie dort mitgemacht hat. Deshalb zeigt sie nicht ihr Gesicht. Was hat denn für dich den Ausschlag gegeben, zu sagen, weißt du was, ich mach da mit? Ich bin einfach irgendwie so ein bisschen, aufgrund von meiner Situation mit meiner psychischen Krankheit ein bisschen arbeitsunfähig gewesen. Und habe mir einfach ein bisschen Weg gesucht und ein bisschen überlegt, was könnte man sonst noch machen? Gibt es nicht irgendeinen Weg, um sich selbstständig zu machen im Internet? Es gibt doch heute so viel, immer mehr. Und darum bin ich dann mal darauf angesprungen und habe sie einfach mal angeschrieben. Und dann bin ich dann auch ein paar Monate dabei gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange. Ja. Und ja, habe dann halt einfach immer mehr gemerkt, wie es viel schwieriger ist und wie es viel anders ist. Was es nicht so einfach ist, wie sie es vorgeben. Ja. Ja. Es hat immer so geheissen, Trading ist etwas, das jeder machen kann. Man muss genug wählen und so, aber es hat nicht jeder die Kapazität, um das so zu verstehen. Es hat jeder seine andere Bereiche, wo er gut ist. Und darum, es ist nicht für jeden möglich, ein guter Trader zu werden. Aber ist man da nicht ein bisschen naiv? Sondern einfach mit, also weißt du? Doch, natürlich, irgendwo schon. Sie findet, man soll mehr über so Plattformen aufklären. Via TikTok ist sie auf das Netzwerk gestoßen. Dort sage ich nur die positive Seite vom grossen Geld und Freiheit zeigt und damit falsche Hoffnungen gemacht worden. Ja, aber irgendwann hatte ich schon das Gefühl, dass sie nicht nur mir helfen wollen, sondern halt einfach ihr Business, weil sie mich behalten wollen in ihrem Team oder so, weil ich halt ihnen Geld bringe irgendwo durch. Also ich bin mir einfach nicht immer so sicher gewesen, am Schluss und jetzt nicht, wie ehrlich ist es gewesen. So dass du schaffst, also weißt, die Ermutigungen, weil es zum Teil auch sehr persönlich war. Ja. Ich frage mich manchmal, haben sie das wirklich auch aus Gutherzigkeit gemacht oder für ihre eigenen Dinge und sich im Hinterkopf denkt, es ist mir scheißegal, wie es denen geht. Hauptsache, sie zahlt jeden Monat. Ja. Findest du das Business gefährlich? Ja. Definitiv, ja. Gefährlich, auch wegen der emotionalen Abhängigkeit, die man reinfallen könnte. Schlechte Erfahrungen hat auch der Young gemacht, mit Retired Young. Für ihn herrscht dort eine totale Hustle-Culture. Es werde Druck ausgeübt, dass man mehrmals in der Woche oder gar täglich an Meetings via Zoom teilnimmt, für das Traden zu erlernen und zu besprechen. Ich glaube, einen Satz kann ich mich noch daran wirklich gut erinnern. Sie haben gesagt, ja, wir haben uns fachlich YouTube-Videos angeschaut. Und dann habe ich gesagt, so nein. Also Sie haben sich selber eigentlich auch noch mit YouTube-Videos ausgebildet? Eben, genau. Und dann sage ich mir so, ich zahle jeden Monat $350, um mir YouTube von jemandem zu erklären, wo er von einem YouTube-Video geholt hat, wo ich das auch gratis machen kann. Auf Anfrage sagt der Inhaber von Retired Young, der Jan Munderlo, dass nicht nur die Videos auf der Plattform wertvoll sind, sondern auch die Livestreams mit Ausbildungen. Der Jan hat jetzt eine Beschwerde eingereicht beim Sekretariat für Wirtschaft. Laut dem SECO sei es die einzige, die bis jetzt zu Retired Young eingereicht worden ist. Das sei zu wenig, um aktiv zu werden und die Beschwerde zu prüfen. Und ich verstehe nicht, warum das eigentlich nicht verboten ist wie in der Schweiz. Ja. Und ja, dass jemand da irgendwie mindestens mal drüber schaut, irgendwie, ob da alles seine rechten Sachen macht. Weil ich glaube nicht, dass er zu 100% irgend als zu rechten ist. Ja. Unerlaubt sind Network-Marketing-Strukturen nur dann, wenn sie etwas vertreiben, das klar wertlos ist. Aber da, bei so einer Trading-Ausbildungsplattform, ist der Wert des Produkts schwierig zu messen. Laut dem Gesetzgeber müssen die Leute selber wissen, ob ihnen das Geld wert ist. In Spanien scheint das Gesetz strenger zu sein mit solchen Plattformen. Die spanische Polizei hat vor 2 Jahren 8 leitende Mitglieder von IM Academy, das ist eine ähnliche Plattform wie Jifu, festgenommen. Sie werden beschuldigt wegen Betrug und irreführender Werbung. Was wird einem versprochen, wenn man hier einsteigen will? Via Insta finde ich schnell ein paar, die sehr gesprächsbereit sind. Unser Praktikant Wille nimmt mit seinem Profil Kontakt auf. Er macht das für mich, weil auf meinem Profil erkennt jeder sofort, dass ich ein Journalist bin. Ah, und dann kommt so automatische Nachricht. Ah, was steht denn? Können wir auch was ausmachen, um näher auf deine Selbstständigkeit einzugehen?
Es gibt verschiedene Plattformen, die von verschiedenen Multilevel-Marketing-Unternehmen vertrieben werden. Der junge Herr am Telefon ist vom Netzwerk Empire und möchte neue Mitglieder für die Plattform I Am Academy gewinnen. Ich konnte mit 19 Jahren finanziell und örtlich unabhängig werden. Vor einem halben Jahr habe ich meinen Job im Detailhandel gekündigt. Jetzt verdiene ich mein ganzes Geld vom Laptop oder vom Handy aus und reise in der ganzen Welt umeinander. Und wenn der Wille noch will und das Mindset stimme, könne er das Gleiche haben, sagt der Typ. Dann meldet sich noch jemand von einer anderen Plattform auf die Nachricht von Wille. Es ist der Silas Seteducati von Retired Young. Ganz wichtiges Learning. Du kannst nicht scheitern. Ja, du kannst nicht scheitern. Du kannst nur aufgeben. Auch da wird via Call kräftig für die Mitgliedschaft geworben, nach dem gleichen Muster wie beim anderen Call. Es ist wie im Fitness. Es funktioniert 100%, aber nur, wenn du regelmässig gehst. Ob du erfolgreich wirst, das liegt bei dir und bei niemand anderem. Nach mehreren Gesprächen bleibt der Eindruck, dass man so schnell wie möglich die Chance packen und ein Abo abschliessen. Für 150 Franken im Monat plus eine horrende Startgebühr. Und noch etwas fällt auf. Was mir vor allem aufgefallen ist, dass man nicht mit den Eltern reden sollte, heisst es. Oder mit Bekannten oder Freunden. Der eine hat erzählt, dass er jetzt fast nur noch ein, zwei Kollegen hat von früher. Und jetzt hat er wie neue Kollegen kennengelernt durchs Trading. Ja. Wieso sagen Sie, man solle nicht mit dem Umfeld reden, ob man jetzt da mitmachen will oder nicht? Ja, sie haben es begründet damit, das sind wie die Leute, die dich jetzt zurückhalten. Sie wollen nicht, dass du quasi aufsteigst im Leben. Und also sie sind wie der Grund, wieso man noch nicht erfolgreich ist. Ja. Ich schreibe diesen zwei, die mir einen Call hatten und oute mich als Journalist vom SRF. Der eine hat nicht zu diesen Calls Stellung nehmen. Und der andere war sehr offen, um mehr über sein Business zu erzählen. Der Silas. Die Frage, die sich jetzt eigentlich hier stellt, ist, ob sich diese Entscheidung gelohnt hat. Er schlägt mir vor, ihn in Dresden an einem Event zu begleiten. Also ich bin auch gespannt, wie das jetzt wird, weil es gibt wirklich viel Kritik über das Thema und über das werde ich auch mit ihm reden. Das habe ich ihm auch so gesagt. Es gibt so viele Red Flags da mit dem ganzen Business. Das ist er also, der Silas, 26, aus der Region Sursee. Sein Lehrberuf als Lüftungsanlagebauer hat er vor 6 Jahren hinter sich gelassen. Jetzt lebt er für das Traden im Internet und für das Multilevel-Marketing. Wenn man sich das Netzwerk Retired Young als Pyramide vorstellt, ist er fast ganz oben mit laut ihrer Webseite 5'500 Mitgliedern unter sich. Wie ist es eigentlich für dich, wenn dein Business die ganze Zeit in der Kritik steht? Also ich meine, ich komme ja auch und sehen das ganze Thema kritisch? Ja. Die Negativität kommt ja eigentlich von einem Standpunkt von zu wenig Aufklärung. Ja. Und deswegen kann ich mit dem sehr gut umgehen. Also die Leute tun dir mehr leid, als dass du hässlich auf sie bist? Wenn du so willst definieren, ja. Ja. Ja, ist so. Definitiv. Leid ist jetzt wieder ein aggressives Wort, oder? Aber es ist schade, ja. Hey Faye, what's going on? You have to tell me more. Mir scheint, er ist ein busy man. Immer im Call, immer im Nachrichten beantworten, immer unterwegs. Studiert an einer Universität oder Hochschule hat er nicht. Alles, was er weiß, hat er sich selber beigebracht. Heute ist das sein Leben. Auf einer App, die zu der Ausbildungsplattform GIFU gehört, tradet er mit Währungen oder Krypto. Und er gibt sein Wissen als Educator weiter. Das Ganze passiert via Livestream. Da kann man live mittraden, mit dem eigenen Geld Silas seine Tipps gerade selber umsetzen. Die folgen dir zum Teil blind? Zum Teil gibt es Leute, die folgen mir blind, ja, das stimmt. Aber findest du nicht, sollte das irgendwie vom Staat reguliert werden, wenn du da so Finanztipps rausgibst? Ich gebe keine Tipps raus. Das sind alles Trade-Analysen. Und Trade-Ideen, die ich darüber spreche. Auf den Sessions mehr haben grössere Wahrscheinlichkeiten, dass der Kurs hier drehen könnte. Ja. Und das war's. Man kann es ja dann nennen, wie man es will. Ob es ein Command ist, ein Tipp oder einfach eine Analyse. Aber schlussendlich gibst du ihnen ja den Impuls, oder? Nein, aber nicht, weil ich spreche ja darüber. Wir haben die Möglichkeit, dass der Kurs hier reagieren könnte. Oder? Ja.
Das heisst, die Wahrscheinlichkeit ist technisch, fundamental, sentimental um. Aber ich spreche nie davon, geht dort rein, geht dort raus, weil meine Aufgabe als Educator ist, den Leuten beibringen, wie es funktioniert. Ja. Natürlich gibt es extrem viele, das ist jetzt eben der springende Punkt, natürlich gibt es sehr viele, die mich schon länger beobachten, sehen, hey, ihm seine Wahrscheinlichkeiten sind sehr, sehr, sehr oft richtig. Ja. Und natürlich tun sie das gerade für sich mitnutzen, aber das liegt nachher nicht in meiner Hand, also in meiner Aufgabenstellung. Ja. Ja. Dass ihm so viele Leute so fest vertrauen, dass sie nach seinen Tipps ihr Geld im Internet investieren, ist nicht unproblematisch. Weil auf die Finger schauen tut ihm eigentlich niemand. Die Finanzmarktaufsicht zum Beispiel sieht sich da nicht in der Verantwortung. Laut den Zahlen von Silas wird aus dem Traum vom grossen Geld selten etwas. Weil über 90% von allen, die sich bei Retired Young anmelden, geben nach spätestens 3 Jahren auf. Der Chef von Retired Young hat diese Zahl nicht kommentieren. Trotzdem glaubt Silas fest an sein Business und dass jeder und jede davon profitieren kann. Bist du grosszügig? Ich bin sehr grosszügig für Leute, die etwas leisten. Auch wenn ich Leute sehe, battlen, jede Person, die mir leidet, die an diesem Punkt steht, natürlich. Aber eine Person, die einfach nur battelt, schwierig. Dieser bettelnden Person müsstest du ja dann dein Business erklären, oder? Gute rhetorische Frage, Livio. Der Silas ist sehr gläubig. Er studiert die Bibel regelmäßig und erzählt mir auch, die Evolutionstheorie sei nur eine Theorie. Was ihn für mich ehrlich gesagt schon ein bisschen suspekt macht. Für mich werden Parallelen zum religiösen Missionieren immer offensichtlicher. In der Bibel steht ja, früher haben die Apostel das gute Wort Gottes verkündet, um Leben zu retten. Mit der Auferstehungshoffnung, oder? Ja. Das ist ein sehr interessantes Thema, by the way, Religionen. Und es ist natürlich eine sehr provokative Aussage. Aber irgendwo durch sehe ich mich ein bisschen in dieser Position. Natürlich, ich kann mit dieser Information nicht ein Menschenleben retten, aber ich kann es vielleicht bereichern. Yeah. Ja. Also ich möchte mich auf gar keinen Fall gleichstellen, aber die Message ist, glaube ich, so überkommen. Also irgendwo sehe ich mich in dieser Position, dass ich einfach Informationen habe, die mein Leben sehr positiv verändert hat und ich dementsprechend auch davon überzeugt bin, dass es für jemand anderem auch ein sehr positiver, jetzt kommt das Wort nicht, aber Impact kann. Und mit der Information meint er, zu wissen, wie man tradet und wie man mehr Leute dazu motiviert, das Gleiche zu machen. Gut. Immer wieder höre ich, alle können das machen. Aber dass sich nicht jeder eine Mitgliedschaft leisten kann, das gibt der Silas selber zu. Also, was denkst du, wo kommt er am kleinsten? Du denen. Ja. Wärst du ein guter Trader, gute Wahrscheinlichkeit? Ja, ja. Das war Glück. Ich bin Trader. Oh! Wir sind unterwegs an einem Event, wo er als Speaker das Grande Finale ist. Und das nicht etwa in einem Luxus-Sportwagen, sondern im Taxi. Ich gebe sehr wenig Wert auf Materialismus. Ich glaube, der höchste Materialismus, den du bei mir wirst jemals sehen, ist der jetzt in dieser Sekunde. So. Wirklich? Ja. Ich glaube, das ist der grösste, höchste Standard des Materialismus. Wenn ich den Rucksack habe, wenn ich eine Sonnenbrille habe, den Anzug habe, vielleicht noch das Täschchen fertig. Das war's. Das ist auch nicht typisch für so Multilevel-Marketing-Trading-Dudes. Das stimmt. Ich würde jetzt grundsätzlich sagen, das stimmt. Dort ist aber auch wieder der Aspekt, aber jeder kann es machen, jeder macht es anders. Yeah. Ich lebe nach der Philosophie, you attract what you are. Wenn ich jetzt natürlich raussäckle mit dem nächsten Sportkarren, mit dem grössten Level an Materialismus, würde ich dementsprechend auch eher die Menschen in mein Business anziehen. Ja. Und das sind nicht die Menschen, die ich mir vorstellen kann, dass die wirklich langfristig einen Mehrwert arbeiten wollen. Die sind vielleicht eher dann gesteuert auf das schnelle Geld oder wie auch immer. Und ja, dementsprechend kommt es für mich gar nicht in Frage. Ja. Also, das heisst jetzt nicht, dass ich kein Sportauto besitze. Oder wie. Es geht einfach nur darum. Also, besitzt du keins? Ich besitze keins, nein. Ich bin 25, ich habe bis heute noch kein Auto gehabt. Ja. Also du gönnst dir nicht oder du kannst dir nicht leisten oder du willst. Nein, ich gönn's mir nicht. Ich gönn's mir absolut nicht. Sein Geld tue er lieber investieren und an seine Family weitergeben, sagt er. Auf Insta mit gemieteten Karren und geilen Reisen prahlen macht er trotzdem.
Ich glaube, die startet jetzt mit der Pause. Ne? Er ist da schon bekannt. Alle schauen ihm zu, wie er tradet in den Livestreams und haben, laut dem Wort von Silas, dank ihm schon ganz viel Geld gemacht. Was geht? Was Christ geht? Hey, yo. Hallo. Olli, was geht? Hallo, hallo. Hallo zusammen. Gebt einfach unserem Emerald Director Silas Sette Ducati einen riesengroßen Applaus. Herzlich willkommen. Niemand von uns hat es einfach. Ja, auch ich hatte es nicht einfach. Die Frage ist aber, wie gehst du mit Rückschlägen um? Wie gehst du mit Herausforderungen um? Wie triffst du Entscheidungen? Bla 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 bla. Im Network, mehr ist mehr. More meetings means more money. More meetings means more momentum. Okay? Heute werden auch noch Awards vergeben an die Leute, die es geschafft haben, möglichst viele neue Mitglieder für das Business zu überzeugen. Der Silas ist übrigens laut Webseite sogenannter Emerald Director, was ihm bis zu 20'000 Euro pro Woche einbringen könne. Einer von sehr wenigen im ganzen Network, der anscheinend echt gut daran verdient. Kurze Pause braucht. Es ist wirklich mega eindrücklich, wie überzeugend ja, er das kann verkaufen. Und das Ding ist halt wirklich, was ihm wirklich abkaufen ist, er lebt das, er glaubt das wirklich zu 100%ig. Und er ist, glaube ich, wirklich überzeugt, dass jeder Mensch das kann machen, wenn er will. Und auch all die Leute hier an diesem Event glauben fest an den Silas. Definitiv ist es Brainwash, weil das Gehirn muss gewaschen werden. Wir haben da so viel Schrott drin, was uns von der Gesellschaft eingebläugt wird, was aber überhaupt nicht gut ist für uns. Und wir waschen unser Gehirn rein, damit wir gutes Zeug reinlassen können, was uns hilft, weiterzukommen. Das ist Gehirnwäsche, das ist gute Gehirnwäsche. Man fährt dann sein Auto auch in die Waschanlage, um es sauber zu machen. Nichts anderes. Und Silas ist da der Saubermann? Ja, der ist auf jeden Fall der Saubermann. Der macht ordentlich sauber. Ja. Solche Kritiken oder von den Medien, die über sowas urteilen, das hat mich zu Beginn hat mich das sehr beschäftigt, weil ich natürlich auch sehr viele Freunde, Familie informiert habe, das, was ich mache. Und die haben genau diese Medien eingeschaltet, haben es im Internet gegoogelt, haben diverse Punkte erfahren und haben mir dann gesagt, ja, die ganzen üblichen Sprüche, Schneeballsystem oder hör auf damit, lass die Finger davon. Und, also ich nehme an, noch bist du noch nicht so weit, dass du die Geld damit verdienst, oder schon? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also es ist sehr wenig, sage ich jetzt mal. Ja. Also es ist wirklich am Anfang noch. Also da kommt noch nichts dabei raus. Aber du bist mal motiviert, nehme ich mal. Ja, das Ziel ist auf jeden Fall was zu verdienen nebenbei. Wenn wir nur technische Analysen machen. Da erklärt er gerade, dass gewisse Werte versteigen müssen in der nächsten Zeit. Prophezeien kann das niemand, auch nicht der Silas. Und dann regt er sich noch über die Statistik auf betreffend der Leute, die in diesem Business nicht durchhalten. Aber von diesen 95% der Menschen sind 90%, dürfte man gar nicht dazu rechnen, weil das Leute sind, die sich nicht ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Das heißt, die wahre Statistik wäre die von jeder Person, die seit über 3 Jahren tradet, wie viele sind davon nicht profitabel? Dann wird die Statistik ganz anders aussehen. Warum tun es die Medien aber so auslegen? Genau richtig, geht arbeiten, bloß kein Trading. Euer Geld für euch arbeiten lassen? Nee, das machen wir. Geh arbeiten. Okay? Das sind die Medien. Gegen Medienschüsse, die emotionale Abhängigkeit, Kult um gewisse Lieder, die grosse Euphorie, der Vergleich mit einer Sekte ist naheliegend. Das sagt auch die Fachstelle für Sektenfragen, Infosekte auf Anfrage. So Netzwerke können die dann gefährlich werden, wenn man tief innen verstrickt wird und nicht mehr so klar und objektiv kann denken. Ich meine, du bist heute, glaube ich, 3-mal als Gott beschrieben worden. Aha. Und es hat so ein bisschen es hat so ein bisschen diesen Vibe. Es war wie eine Kirche, irgendwie. Wie eine Freikirche. Nee. Und die Religion ist aber Geld oder Mindset. Ja. Und nicht unbedingt, ich weiß jetzt auch nicht, Gott.
Ich finde einfach den Vergleich mit Religion oder Sekte, finde ich sehe einfach nicht ein. Also ich finde es sehr unpassend, finde ich jetzt persönlich. Am Ende des Tages hast du eine Fußballmannschaft, die du zum Beispiel anführst, sei es AC Milan, du bist voll all-in, bist am Machen, am Tun. Das kann man jetzt bei weitem nicht vergleichen mit irgendwelchen Fußballfans, aber man freut sich, man hat einen guten Tag, man macht zusammen ein paar Sachen. Und also wenn das jetzt Angrenzung war mit Vergleich zu Sekten, ja, gut, das soll es so sein, aber ich sehe es absolut nicht. Wir sind auf dem Heimweg. Mir bleibt der Eindruck von einem, der mega bewusst und kontrolliert vor der Kamera redet und vor allem keine Sekunde weg von der Message geht und den kritischen Blick von außen eher lustig findet. Fast noch vor mich sehen müssen zusammenreissen, dass ich nicht gelacht habe. Ich habe einfach an den Ausdruck wieder gedacht, den du gesagt hast. Mit den Priester. Das ist immer so witzig. Es hat aber etwas. Die ganze Zeit denke ich daran. Priester. Die ganze Zeit. Ja. Er hole Leute in das Netzwerk rein, vor allem aus gutem Willen. Finanziell profitieren tut er trotzdem davon. Also retrospektiv muss ich wirklich sagen, ich bin beeindruckt, wie er sich meine kritischen Fragen gestellt hat. Ich habe wirklich alle können stellen. Aber ich muss sagen, ich finde das Business weiterhin schon noch recht problematisch und deshalb ist es auch wichtig, um darüber zu reden, um darüber aufzuklären. Das heisst, teilen das Video sehr gern, weil wenn jemand will in das Business einsteigen will, dann soll er oder sie auch wirklich alle Fakten dazu haben. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu dem Thema, dann stellen die sehr gerne in den Kommentaren. Ich freue mich schon, um davon zu lesen. Einige von diesen Fragen besprechen wir dann im Q&A zusammen mit einem Wirtschaftsexperten von der Universität St. Gallen. Unsere Kollegen von Impact haben auch eine Reportage gemacht zu einem verwandten Thema, nämlich über Dropshipping. Also wenn du schon da bist, kannst du auch noch diese Reportage anschauen und abonniere doch noch unseren Kanal. Das würde mich sehr freuen. Das war es schon. Bis zum nächsten Mal.